So, in dieser Lektion werden wir uns damit beschäftigen, wie wir Akkorde auf dem Klavier spielen können. Das Klavier ist ja so ein Instrument, wo man sehr viele, alle möglichen Töne hat. Eine Geige zum Beispiel spielt nur die Töne hier oben, ein Cello spielt nur die Töne hier. Das Klavier hat alle Töne, also ganz viele. Die können wir auch häufig miteinander spielen als Akkord. Akkord heißt mehr als zwei Töne zusammen, also zum Beispiel D3. Wenn man schon ein bisschen Klavier gespielt hat, dann ist das immer so der erste Akkord, dieser hier. Den kann man ja auch wieder überall spielen. So, so oder mit der anderen Hand, so. Wer schon mal ein bisschen mit Klavier sich beschäftigt hat, der kennt das wahrscheinlich auch. Üben kann man das, indem man also den ersten und fünften Finger nur zusammen übt, bis man das kann. Dann auch mal den ersten und dritten Finger. So. Und dann mal den dritten und fünften Finger. So, und dann mal alle auf einmal. Das klappt meistens recht schnell und recht gut. Wenn der Griff gut sitzt, dann kann man mal versuchen, den Daumen, aber nur den Daumen für den Anfang, den Daumen eine Taste weiter wegzusetzen, sodass zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger eine Taste frei bleibt. So, und dann kann ich wieder spielen. 1, 3, 5, so wie eben. Der klingt dann ja schon anders. Oder ich spiele den nicht mit dem dritten Finger, mit dem Mittelfinger, sondern mit dem Zeigefinger. Dann habe ich noch einen anderen Akkord. Oder ich gehe mal wieder auf eine andere Stelle. Ich spiele den wieder ohne die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Finger. Dann setze ich den Daumen einen höher, spiele denselben Akkord, so, mit dem dritten Finger oder mit dem zweiten Finger. Und so habe ich dann irgendwann eine ganze Latte von vielen schönen Klängen. So, ich mache dasselbe mal wieder so, dass ich den Daumen auf eine Note setze, sagen wir mal hier wieder auf das C und mit dem ersten Finger hier spiele auf dem C. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. So wie wir das in der Übung mit den schwarzen Tasten ja auch schon gemacht haben. So, und wenn ich den versetze, kann ich den ja mitversetzen. So weiter. Kann ich auch gut das Pedal mit zu verwenden. Schön ist es eigentlich, wenn ich da, wo ich den einen Ton spiele, das Pedal dann vielleicht mal wechsle. Wenn ich das nicht mache, ist es nicht ganz so wild. Also, das würde jetzt so klingen. Wahllos, ihr könnt machen, was ihr wollt da. Oder ich spiele die Töne mal nacheinander. Das würde so klingen. So könnte man das machen. Das Ganze kann ich auch wieder in ein Schema setzen. Ich könnte mir hier notieren C, G, D, C, sagen wir mal. Und dann spiele ich erst auf C. Ich mache das einfach mal zweimal hintereinander. Das beruhigt die Sache so ein bisschen. Ich glaube, ich hatte jetzt G. Ich weiß es gar nicht mehr. Das kann man sich hier notieren. Jetzt nehme ich ein D. Beispiel. Und damit kann man wieder rumprobieren, auch wieder in der linken Hand so. Moment, ja. Und es ist immer wichtig, dass man einmal zuhört, wie denn das Ganze so klingt. Zuhören und den Klang verwenden, das ist immer das Allerwichtigste, wenn man Musik macht. So, und das probiert ihr ganz lange aus, bis ihr euch damit auch wieder wohlfühlt. Dann könnt ihr das abwechseln mit der ersten Lektion, mit der dritten, mit der zweiten, so wie ihr das wollt. Und dann habt ihr doch schon viele Möglichkeiten, am Klavier Musik zu machen. Gleich geht es weiter, da üben wir dann mal das Pedal. Tschüss.